Liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und wir sind hier in der Superliga. Und da ich ja mit den Punkten eh weiter unten bin, dachte ich mir, ich nehme mal Capokime in die Superliga mit Flunschick und Zubiris. Ich muss mal gucken, ob ich bei Capokime eine zweite Attacke überhaupt habe. Da muss ich mal gucken. Für die Hyperliga habe ich eine zweite Attacke, das weiß ich. Ups. Moment. Wo bist du? Wo bist du? Habe ich eine zweite. Oh, ja. Okay, dann fällt Capokime doch erstmal aus. Oh. Aber. Na, nicht Remix. Aber wir haben ja Azumarill. Mit selben Typen quasi. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Und Attacke. Es gibt jetzt erstmal, bis mein Urlaub zu Ende ist, noch ein Set. Das wisst ihr ja. Hat sich ja schon angekündigt und ja, mal gucken. Ungewohnt immer nur ein Set aufzunehmen, aber das würde man zeitlich überhaupt nicht hinkriegen. Schönes Relaxo-Kostüm übrigens. Oh, Bisaflor geht Tatsache. Ich würde tatsächlich einmal schälen gerne. Weil mein Asu hat keinen Bock auf Bisaflor. Es ist einfach so. Ja, und ich will einfach nur Schaden jetzt drauf kriegen. Auch wenn es jetzt nur ein Steinhagel ist, ist mir egal. Das ist ein Krypto. Ich werde dann in Zubiris gehen. Ich muss sowieso aber dann noch mit Zubiris dann noch schälen, sonst, ne? Ne, dann machen wir es so. Hier muss er gleich einsetzen. Genau. Jetzt wird er keine zwei Attacken mehr schaffen. Hoffe ich zumindest. Wir sind beide schildlos, ich gehe hier rein. Dann kann ich hier rein. Hier habe ich die Hydro-Pumpe. Gut, dass der Gegner das aufgegeben hat. Und wie heißt es? Dieser Floor dürfte nichts rauskriegen. Asu kann ein bisschen was wegdenken. Ja, wir haben eh die gleichen Züge. Wichtig ist, dass die Hydro-Pumpe überhaupt trifft. Genau. Ja, wir werden sogar jetzt besiegt. Aber ich dürfte mit Zubiris runterfahren können, was echt gut sein kann. Oder auch nicht. Ich mache einen blinden Knüller. Ich habe Knüller gedrückt, aber danke. Och komm. Ja. Aber eine Blitzkanone müssten wir eigentlich überleben, oder? War das ein Gleichstand? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das. Es war ein Gleichstand, ja, aber Blitzkanone dürften wir eigentlich überleben. Und ich hoffe, wir kommen vorher zum Schmarotzer. Blitzkanone kommt. Oh, so wenig Leben. Willy. Oh, er kann uns runterfahren, ganz knapp. Schade. Schade. Ja, ich hatte aber auch eigentlich Knüller eingesetzt. Blind. Aber irgendwie werden die Attacken im Moment nicht irgendwie so akzeptiert. Habe ich das Gefühl manchmal. Ja. Aber ich hätte vielleicht rübergehen sollen. Ich hatte die Hydro-Pumpe ready. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Wechseluhr unten hatte. Aber hier gleich einen Schmarotzer abfangen. Das wäre nice.
Okay, er setzt schon ein. Schade. Schmarotzer kommt. Ja, tut weh. Er wird doch sicherlich chillen, oder? Okay, er chillt nicht. Okay, das ist gut. Der Wechsel war super. Hier überlebe ich ein Erdbeben. Ja, ich überlebe sogar noch ein Erdbeben. So, jetzt sind wir auf 100 Energie. Okay, er ist weg. Und er muss hier Rückkehr einsetzen, ne? Und ich glaube. Okay. Wie. Ui. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Ich komme noch nicht rüber, ne? Okay. Wir müssen mit Ship Damage arbeiten. Schild haben wir gekriegt. Perfekt. Nee, wir lassen ihn Energie ausgeben. Reicht leider aus. Wir lassen die Wechseluhr runterticken. Von Landton die Attacken werden nicht so extrem viel machen, glaube ich. Die lasse ich nämlich jetzt noch durch die Attacke. Den Dönerblitz. So. Ja. Für mich einen Schmarotzer bunkern. Ja. Egal. Rüber. Oh, perfekt. Und mit Knüller zusammen sollte das eigentlich reichen. Den Sieg sollten wir uns geholt haben. Müller kommt, ja. Ladeattacken Leistung sollten wir auf jeden Fall gegen Landturm gewinnen. Go, go, Zubiris. Perfekt. Und das reicht jetzt auch auf jeden Fall. Landturm natürlich echt nervig für das Team hier, beziehungsweise generell ein nerviges Pokémon mittlerweile. Ich habe kein Pflanzen-Pokémon hier an Bord. Mit Pflanzen-Pokémon wäre ich natürlich top aufgestellt gegen Landhorn, aber hab ich nicht dabei. So, mal gucken, ob wir auf über 1, über 2-4 kommen jetzt wieder. Mit diesem Team. Tespomen. Flunschlick gegen Panzerjaron. Top-Führung. Für uns natürlich. So, dann können wir uns wahrscheinlich mal aussuchen. Andragi kommt rein, okay. Hast du einen Nassstreif? Ja, hat er. Aber dann hat er ja nur die Giftattacken. Oh, ich bin doof. Ich bin doof. Ich hätte eher einsetzen sollen. Boah, das macht so viel. Ja, ich hätte das anders machen müssen. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich ein Schild kriegen. Ja, dann gehe ich rüber. Er wird wahrscheinlich keine Matschbombe haben. Er wird Knirscher und Nassstreif haben. Alles andere macht nämlich keinen Sinn. Aber ich hätte schon eigentlich nach dem ersten Nassstreif rübergehen sollen. Aber jetzt haben wir einen Knüller raus. Azumarill hat noch gut Leben.
Leon Ragi ist weg. Und wir haben hier Hydropumpe. Das dürfte noch kein Sturzflug sein. Deswegen schädige ich es nicht. Genau. Dann kriegen wir hier die Hydropumpe raus. Ja. Vielleicht gehen wir nur auf Knuller. Knuller sollte eigentlich reichen. Okay, dann nicht. Wir gehen hier auf. Oh, wir haben den Steinhagel gar nicht. Habe ich nicht einen Steinhagel gebunkert gehabt? Aber ich werde hier nicht schilden. Ja. Ja, ist doch schlau, hier quasi Schild aufzuheben. Weil Sumpex ist immer mal Panzer Elrond Team. So. Also wir haben die Attacke bekommen. Ich hoffe, er hat nicht noch eine. Nein. Sehr schön. Dann sollte Sumpex jetzt weg sein. Und Panzer Eron sollen wir runterfahren können, ne? Ja. Perfekt. Haben wir auch hingekriegt. Ja, Panzer Eron und Sumpex zusammen sieht man sehr oft. Ist ein sehr, sehr bekanntes Team. Aber haben wir hingekriegt. Und darauf bin ich stolz. Also Superliga liegt uns, glaube ich, bisher gerade besser, weil der erste Kampf war recht knapp. Die letzten beiden Kämpfe jetzt eben auch recht knapp, aber ja, was soll man erwarten? Superliga, ne? Superliga bin ich nicht so gut. Da sind die Kämpfe für mich immer recht knapp. Markus Allen Yates. Oh, oh, oh. Bist du in den falschen Cup gerutscht? Das ist gut. Wenn der Gegner im falschen Cup ist. Ja. Okay, ja doch, Naftara kann auch hier im anderen Cup sein. Aber das ist schön, dass wir Naftara rausgelockt haben. Wir müssen hier nichts schilden. Psychokinese sowieso nicht. Ich will auf jeden Fall Hydropumpe, nah an Hydropumpe sein. So, jetzt sind wir bei 100. Ja, die lassen wir auch noch durch. Psychokinese macht uns ja nichts. So, Knuller kommt. Naftara ist weg, sehr schön. Ja, er muss einsetzen, wir lassen durch. Giftzahn kommt, jo. Ah. So, dann ködern wir. Wir haben ja ein Erdbeben ready. Ein Schmarotzer kann ich durchlassen. Jo. Ist das schon der nächste? Nee, der wird auf Steigungsliebe gehen, wetten. Ja. Ja.
Oh, und das reicht. Ih, wie eklig. Na, jetzt muss ich schön. Jetzt muss ich schön. Aber es war zumindest im Gleichstand, den wir zwar verloren haben, also es ist nicht schlimm. Bloß ich weiß nicht, wie sein Wechselrohr ist. Deswegen setzen wir gleich Erdbeben ein. Ja, das reicht. Was ist, wenn er jetzt Spuckball macht? Ich sehe den erst nicht. Ja, okay. Diesmal schädlich. Er dürfte jetzt nicht so schnell zum Spuckball kommen. So, ich habe jetzt zweimal Steinhagel ready. Und wir sind positiv. Superliga liegt uns mehr. Auf jeden Fall. Ja, ich habe gerechnet, dass der Gegner wahrscheinlich ködern wird und den Spukball nicht machen wird. Und ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. So, letzter Kampf für heute. Es ist echt komisch, euch nur ein Set zu präsentieren, muss ich sagen. Und dass ich dann 14 Tage echt nichts aufnehmen werde. Also ich werde mein Tablet zwar mitnehmen, ich werde aber die Videos quasi abends dann in der Ferienwohnung bearbeiten für den nächsten Tag. Aber die sind halt schon vorproduziert. Aber immer live. Immer live. Okay, Drift Zippli wird komisch. Weil Magieflamme. Und er wird bestimmt Magieflamme spielen, ja. Aber eine können wir durchlassen. So, dann gehe ich jetzt rüber und locke irgendwas raus wahrscheinlich, ja. Oh, Bisaflor ist göttlich. Im Gleichstand, den wir scheinbar gewinnen. Ja, wir müssen schäden auf jeden Fall. Und ich sag so, wie es ist. Zu Biris will ich mir auf jeden Fall aufheben. Jetzt können wir ja runterfahren. Perfekt. Wir haben eine Attacke ready. Ja. Oh, er schädigt die Rückkehr korrekt. Nee, das ist schädig. Auch wenn es ein Eissturm ist. Ja. Wir wollen. Wir gehen in Asu. Wir haben Schmarotzer ready. Ja, wenn du Spuckball hast, ist es so. Ja. Das ist nicht so wild. Wir konnten uns extra Energie sneaken. Der Gegner muss ja eh einsetzen. Gegen Asu. Genau. Und Schlagbohrer dürften wir überleben. Ja, Eissturm, kannst du alles machen. Der Knüller wird trotzdem drücken. Ja, der Knüller drückt. Shit. Das war nicht geplant. Mist. Ich wollte Schmarotzer einsetzen, aber okay. Wir haben den Schlagbohrer abgefangen, ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir hier rein. Wir sollten nicht outspeeden. Oder auch nicht. Aber wenn es der Eissturm ist, überlebe ich das. Und Schlagbohrer könnte ich auch überleben.
Ja, das war anders geplant. Ich wollte nicht die Attacke auf Zubiris abfangen. Ich wollte eigentlich den Schmarotzer drücken. Aber okay, hat trotzdem geklappt. Hat trotzdem sehr gut geklappt. Ah ja, der Gegner hat mit Magieflammen gespielt. Interessant. Da macht er natürlich kaum. Ja, okay, doch, er hatte Spukball gehabt. Aber wir gehen Punkte hoch. Das ist wichtig und richtig. Ups, der war verhungert. Dass wir Punkte hochgehen, ist super wichtig. Das ist schön. Mein Ziel ist es eigentlich, 2-7 wieder zu erreichen. Zur Hyperliga oder in der Hyperliga, dass ich in der Meisterliga quasi den Sack zumachen kann. Und wir kommen auf 2423. Das sieht doch schon mal besser aus. Und ja, ich sag's zwar ungern, aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal, ciao.